komm schon, Mike, fahr langsamer. Wir sind spät dran. Mir schlecht, Mike. Ich brauche ein Ginger Ale. Hol dir ein Ginger Ale, nichts anderes. Sind die Hotdogs frisch? Hab ich gestern draufgelegt. Ich nehme einen. Packen Sie ein paar Gurken auf das Mistding. Mach die Kasse auf. Bleib da stehen! Sind das Skittles, Marcus? Das sind nicht meine, Mike. Doch, sind es. Halt die Fresse! Marcus, in den Wagen. Da ist eine Knarre vor meinem Gesicht. Willst du dich mit ihm anlegen oder mit mir? Entschuldigung, Sir. Aber ich muss leider los. Rufen Sie die Polizei. Sind Sie nicht die Polizei? Hey, Reggie, hast du meine Snacks gegessen? Nein, Sir. Du hast meine Snacks gegessen, oder? Such dir endlich einen Job. Ich bin ein US Marine, Sir. Dann solltest du endlich mal ausrücken. Dad, sieh mal. Berichten zufolge hat der verstorbene Captain Conrad Howard vom Miami PD jahrelang mit Drogenkartellen zusammengearbeitet. Captain Howard wurde was angehängt. Los geht's. Was zum Teufel? Er schreibt uns von der anderen Seite. Tut er nicht, Marcus. Wenn ihr das seht, bin ich vermutlich tot. Scheiße! Mist! Verdammter Mist! Ich weiß nicht, wer daran beteiligt ist, aber vertraut niemandem. Ihr seid meine Bad Boys. Wascht meinen Namen rein. Ihr solltet vorsichtig sein. Ihr werdet verarscht, Detectives. Wir haben zwei Verdächtige, Laurie und Burnett. Sie sind bewaffnet und gefährlich. In 5, 4, 3. Verdammt! Wischwasser ist brennbar! Ich bin kein verdammter Wissenschaftler! Ihr seid echt ein paar beschissene Flüchtige. Ich brauch was Fieses, Mike. Bad Boy! Ah! Ich hab das im Griff! Hast du eben nicht? Hey, Mike, wir sind Seelenverwandte. Nein, ich stelle mir meinen Seelenverwandten anders vor als das. Du siehst nur das Äußerliche. Seelen haben keine Schwänze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Seele einen Schwanz hat. Das war ja also der erste Trailer zu Bad Boys 4 Ride or Die, den uns Sony Pictures ab dem 6. Juni in die deutschen Kinos bringt. Und damit ist es die Rückkehr von Will Smith auf die große Kinoleinwand. Es gab ja vorher mit Emancipation einen Release auf Apple TV Plus direkt als Streamer. Und hier jetzt also eher dann zurück neben Martin Lawrence in seinem altbekannten Part in der Bad Boys-Reihe. Sicherlich eine Diskussion für sich, wofür ich mich auf jeden Fall freue, ist Adil El Arabi und Bilal Faladi als Regisseure nach dem dritten Teil den vierten auch wieder inszenieren dürfen, nachdem die ja bei Warner in der DC-Welt ganz schön zu schlucken hatten, muss ich sagen, bringen sie einen Look auf die Leinwand, zumindest hier im Trailer, der ähnlich brutal daherkommt wie im dritten Trailer, der eine ganze Menge sehr rasche Action mit sich bringt, aber auch diese Coolness und die Chemie zwischen Marcus Burnett und Mike Lowry, die diese Reihe immer irgendwie getragen hat. Und der dritte Teil war trotz seiner enorm langen Pause ja ziemlich erfolgreich, deswegen Fans sich auf jeden Fall freuen dürften, dass diese Chemie auch hier im Trailer, finde ich, schon wieder funktioniert, im Original auf jeden Fall noch ein bisschen besser als in der deutschen Variante. Ja, und das ist die Geschichte von Marcus und Mike, die beide anscheinend auch irgendwann zu Gejagten werden, als sie versuchen, den Ruf ihres Chefes, der inzwischen verstorben ist, dem aber anscheinend übel mitgespielt wird, wieder reinzuwaschen. Und das heißt, nicht bloß jede Menge Coolness und Action und Freunde, die füreinander einstehen, sondern auch schon hier im deutschen Trailer, zum Glück nicht so sehr zensiert, auch eine ganze Menge blutige Brutalität, weswegen es wieder eine 16er Freigabe geben dürfte. Kurzum, 6. Juni, für Fans auf jeden Fall ankreuzen. Ich muss sagen, mich spricht der Look und der Stil an, wenn ich auf dieser Reihe in der Welle so mit surfe und sage, okay, finde ich nicht uninteressant an dieser Stelle. Und dementsprechend bin ich mal gespannt. Einzige Sache, mit dem Titel des Films haben sie es echt verkackt. Wahrscheinlich bei einem dritten Teil wusste man noch nicht, wird der erfolgreich, wird es ein vierter werden. Aber man hätte den dritten Ride or Die nennen sollen und dann den vierten Bad Boys for Life mit der 4 drin. Aber gut, die Chance ist dann wohl vertan an dieser Stelle. Was habt ihr denn zu diesem ersten Trailer zu Bad Boys 4 Ride or Die? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.